Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren würde. Warum zum Teufel hast du das getan? Tom, ich konnte nicht so weitermachen. Zu viele Männer sind in der letzten Zeit gestorben. Ich halte das nicht mehr aus. Früher war der Don ein anderer Mensch. Vielleicht werde ich einfach zu alt. Tom, das hier ist ein Krieg und ich will nicht mehr kämpfen. Ich habe ein Kind und ich dachte, ich fände endlich ein wenig Frieden. Hättest du das nicht auch anders machen können? Du hättest uns nicht ausliefern müssen. Sie wollten mich haben und ich musste aufgeben. Die haben meine Frau und meine Tochter, Tom. Und wenn ich ihnen die Bücher nicht gebe, töten sie sie. Früher haben wir solche Dinge wie Männer erledigt. Du, Sam und Paulie, ihr würdet sie schon rausholen. Aber das Risiko ist diesmal zu groß. Ich will sie nicht verlieren, Tom. Ich kann ohne sie nicht leben. Sie sagen, wenn ich tue, was sie wollen, lassen sie sie frei und schicken uns nach Europa, wo wir neu beginnen können. Bullen? Die Bullen erpressen dich und wollen deine Familie töten? Seit Paulie und du diesen jungen Billy getötet habt, arbeiten die Bullen und Morello Hand in Hand. Der Stadtrat, der Vater des Jungen, hat sein Amt nur dank Morello. Morello wollte mich zum Reden bringen und die Polizei würde dann den Don erledigen. Dann hätten beide Seiten erreicht, was sie wollten. Ich schätze, die Situation hat sich etwas geändert. Wo sind die Bücher, Frank? Ich habe sie nicht, Tom. Du hast sie ihnen bereits gegeben? Nein, nein, Tom. Ich sage dir, wo sie sind, wenn du meine Frau und meine Tochter zurückbringst. Wir sollten hier am Flughafen warten, also müssen sie hier in der Nähe festhalten. Töte mich danach, wenn du willst. Sorge nur dafür, dass sie lebend die Stadt verlassen. Gut, aber du musst mir zuerst diese Bücher zurückgeben, Frank. Sorry, aber die sind für den Fall, dass du lügst. Jo, die sind für den Fall, dass du lügst, Frank. Also, steckt Morello wieder hinter allem. Hätte mich auch sehr gewundert, der beste Freund des Don. Na? Halt um. Wow, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Hier draußen ist die Hölle los. So, jetzt kommen wir nämlich zu was... Nachladen. In der englischen Version kann man den Typen am Telefon umnicken. Kriegen Sie schnell Hilfe. Wir haben Schüsse gehört und sind deshalb drin geblieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das sind wohl Gangster. Ja, gut. Aber beeilen Sie sich. Bist du Franks Frau? Oh, du willst uns retten. Ich bin dir so dankbar. Wo ist Frank? Er ist hier. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Jetzt dadurch, dass der jetzt die Polizei alarmiert hat, warten die mich nachher am Flughafeneingang. Und in der englischen Version, da konnte man den Typen einfach umnieten. So, Munition. Ach, nein, Schuss. Sie sind unversehrt, Frank. Komm mit. Hat er die Waffe jetzt fallen gelassen? So, dann geht das alles ein bisschen schneller. Ihr werdet gleich sehen, warum ich mit schneller meine. Wir sind nämlich noch nicht fertig, wenn wir jetzt hier Frank abliefern. Wir müssen noch einen extra Wunsch erfüllen. Mann. Gott sei Dank geht es dir gut. Mein Schatz, danke, Tom. Sie haben mir Flugtickets versprochen, wenn ich Ihnen die Bücher geben würde. Diese Tickets müssen hier irgendwo sein. Kannst du versuchen, sie zu finden? Okay, das mache ich, Frank. Wartet hier auf mich. Frank, ich hoffe, du planst keine linke Tour. Sonst mache ich dich fertig. Oh, ich habe ja einen platten Reifen. So.
dahin rennen schon die blauen Helden. Rein. Ah, da ist der vierte. Komm raus, komm raus. Wow. Kennt ihr den Film Hitman, jeder stirbt alleine? Das erinnert mich so ein bisschen daran. Lass mich, das ist der Typ hier. Nein, bitte, Popo. Verschone mich. Entschuldigung. In Popo. So, Tickets aufgehoben. Jetzt hätte ich auch mit dem Wagen ein bisschen vorfahren können. Naja, egal. Jetzt schneller gleich zurück. Die brauche ich nicht mehr. Alles erledigt, Frank. Danke, Tom. Lass mich Marge und Alice noch Lebewohl sagen. Dann bringen wir es hinter uns. Frank, fliegst du nicht mit uns? Was? Ich kann nicht, Marge. Was? Tommy und ich sind in einer ernsten Situation, die wir erst klären müssen. Stimmt's, Tom? Frank, sag mir einfach, wo die Bücher sind und geh mit ihnen. Was? Wie willst du das dem Don erklären? Vergiss es. Das ist mein Problem. Wo sind die Bücher? Das vergesse ich dir nie. Hier ist der Schlüssel zu einem Safe in der First National Bank in Downtown. Dort sind die Bücher. Nimm ihn, Tom. Danke. Und Tom, dank für alles, was du für uns getan hast. Ich stehe in deiner Schuld. Und sag dem Don, es tut mir leid, dass es so enden musste. Für den Don bist du tot, Frank. Wenn er das Gegenteil herausfindet, hast du nichts mehr zu lachen. Und jetzt geh. Tommy, ich werde nie vergessen, wie du uns geholfen hast. Gott segne dich. Wiedersehen, Mister. Und vergiss nicht, was ich dir damals im Auto gesagt habe. Am Ende tötet dich dein bester Freund. Frank hatte mir das im Auto gesagt. Und jetzt sollte ich einen Freund töten. Nur, dass ich das nicht tat. Tu niemandem an, was niemand dir antun soll. Oder wie sagt man noch gleich? Und ich wollte nicht, dass Polly mich eines Tages umlegte. Vielleicht habe ich ihm gerade heute einen Grund dafür gegeben. Ich habe es so gewollt. Hoffentlich mag er mich so sehr, wie ich Frank mag. Jo. So, dann nehmen wir mal ein Polizeiauto mal. Jetzt habe ich jetzt Lust drauf, das zu fahren. Wieso sind die Scheiben kaputt? Das ist bestimmt, weil die hier so blöd rumgeballert haben. Naja. Fahren wir mal.
das ist jetzt mal wieder einfach nur so ein Fahrauftrag. Man kann sie jetzt mögen, man kann sie nicht mögen. Ich bin immer so hin und her gerissen. Das Problem ist, man weiß nie so recht, was man bei diesen Abschnitten sagen soll. Und ich kann euch ja noch nicht auf die schöne Musik hinweisen, weil gerade keine läuft. Ah. Das kann ich, geht in Sirenen machen, ne?